Ein neues Update ist draußen von Mario Kart 8 Deluxe. Version 3.0.1. Allerdings fixt es nur die ganzen Bugs, die in Mario Kart Boosterstreckenpass aufgetaucht sind. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, was ist denn jetzt los? Hey, verstehe ich nicht. Ja, heißt, es ist schon wieder nicht hinzugekommen, dass man 96 Strecke fahren kann. Also ich hätte schon noch ganz gerne drin gehabt, dass man wirklich alle 96 Strecken hintereinander fahren darf. Aber gut. Dafür sind einige Bugs ausgemerzt. Und wir sollten froh sein über das, was wir haben. Seien wir mal ehrlich. So, wir werden heute 150 machen. Und danach noch Spiegel wahrscheinlich. Aber also kommt drauf an, wie ich Bock hab. Ja, ich habe ziemlich viel rumgebastelt in letzter Zeit. Um das Bestmögliche rauszuholen. Ich wünschte nur, Mario Kart Tour wäre jetzt so endlich mal als Port für die Switch da. Mit allen Touren, die es gibt. Wobei die jetzigen Touren sich ja immer nur noch wiederholen. Mit den Strecken, die es gibt. Aber mal schauen. Vielleicht bringt es Nintendo ja irgendwann mal. Weil, wenn ich irgendwann mal
so machen sollte, dass ich alle Mario Kart Strecken im Time-Trial fahre. Vom SNES angefangen bis 8 Deluxe und Tour. Ja. Wobei Tour hat ja gar keinen Time-Trial so richtig. Wenn du so willst. Dennoch, ja, ist sehr schön. Wobei, vielleicht könnte man den Port Time Trial machen für all die Tourstrecken. Das ist halt für alle Strecken, die es in Tour geschafft haben. Wer weiß? Aber ob überhaupt eins kommt, also ob überhaupt ein Tour kommt, ist die andere Frage. Ich meine, wir haben jetzt hier ziemlich viel Tourstrecken in Mario Kart 8 Deluxe. Aber ich würde halt gern alles, was in Tour ist, mal vernünftig spielen können und euch das zeigen. Rein theoretisch könnte ich das jetzt mit Replay Games machen, aber du kannst halt keine älteren Touren mehr spielen. Das ist der Punkt an Karikaturen auf dem Handy. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Hätte, und das ist wirklich, hätte Google Play die Geschichte mit Google Play Games schon früher gemacht. Ja, 2019, bevor Mario Kart Tour rausgekommen ist, hätte ich gesagt, okay, mach mal. Und zwar alle Touren durch. Aber so hat keiner von uns was. Naja. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, Leute.
Jetzt haben wir erstmal Content genug. Hier ist wirklich einer zu meiner Lieblingsstrecken geworden, muss ich zugeben. Ich fand die wirklich sehr gerne. Hat zwar ein bisschen Dorfschaus-Vibes hier, aber. Möglichkeiten gibt es immer. Ich finde es lustig, dass man hier mit Kauf 2 anfängt und dann mit 1 weitermacht erst. Hoppala. Da bin ich für einen kurzen Moment hängen geblieben. Seht mir nach, ich bin erst vor einer halben Stunde aufgewacht. Deswegen fahre ich nicht nach oben, dann bescheuert. Aber das sollte es gewesen sein. Und das war's auch für diesen Cup. Bis zum nächsten Mal. Und